Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hyrule Warriors. Wir sind gerade auf der Suche nach dem Tunnelmeister und der müsste hier auch irgendwo in der Nähe sein. Da ist er ja schon. Wir schnappen uns aber erstmal den Vorpostenhauptmann, um ein bisschen Unterstützung zu kriegen. Dieses Monster sieht aber merkwürdig aus, das muss der Tunnelmeister sein. Wir müssen ihn besiegen, nur dann bleibt uns irgendeine Hoffnung. So, der Posten gehört uns. Du Mistvieh. Und weg mit dir. So, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber ich kann nicht jedes Mal die Stimme imitieren. Das ist mir ein bisschen zu viel auf einmal. Bei anderen Spielen mache ich das gerne, aber hier ist es unter dem Zeitdruck und dem Klatschfaktor. Ja, Klatschfaktor. Echt ein bisschen viel verlangt. Vor allem, ich muss mich dann, muss ja jedes Mal erstmal gucken, wer das überhaupt sagt und alles und muss noch aufpassen, dass ich keinen Schaden kriege. Und dann vergesse ich auch ab und zu mal was zu lesen, wie zum Beispiel jetzt. Wir sind so gut wie raus aus diesem Loch, Schi. Also bleib ganz ruhig und komm hierher. Ich bin unterwegs. Falls du aber doch möchtest, dass ich eben, versuche zumindest Stimmen zu imitieren, dann sag mir das doch, dann versuche ich es wenigstens mal. Okay. Brauchen wir wieder Hilfe? Von uns. Nice. Gute Idee, eine Krabbelmine haben wir auch schon hier. So, dann holen wir uns den Vorposten noch. Und weg mit euch. Finde eine Krabbelmine. Ebenfalls suche eine weitere Krabbelmine. Link wird den Goron zur Seite stehen. Ja, die war doch schon da. Die war die doch. Da ist sie doch. Ach so, noch eine Krabbelmine. Okay. Okay, dann springen wir doch da rein und gucken uns mal hier. Ha, die weitere Krabbelmine wurde entdeckt. Wo denn? Ach da. Gut gemacht, damit sollten wir gegen diese Felsen ankommen. Ich mag diesen Geist nicht. So, und weg mit dir. Erobere die Mittelfestung. Bin ich schon dabei. Ich klatsche euch alle, bis ihr umfallt. Ich klatsche euch alle, bis ihr umfallt. La 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 la. Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass so ein Spiel eigentlich überhaupt nicht in die Zelda-Reihe passt, aber es macht auf jeden Fall echt Fun. Ich hoffe, es macht dir auch Spaß beim Zugucken. Und ja, schreib mir doch einfach in die Kommentare, was du von dem Spiel hältst. Würde mich mal interessieren. Und ob ich mich gut anstelle. Das ist natürlich noch eine andere Sache. Das möchte ich auch gerne wissen. Und ja. Genau. Du kannst mir auch alles andere in die Kommentare schreiben, was du gerade loswerden willst. Was du heute zum Beispiel gemacht hast. Ob dir irgendwas nicht passt. Ob ich scheiße bin, ob ich cool bin. Irgendwie sowas. Ich freue mich über alles, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so nett sein sollte. Unfähige Versager, alles muss man selbst erledigen. Da ist er drin. Der dunkle Hexer Byroma, den wir auch schon spielen können. Die Monsterhorden rücken gegen die Krabbelmine vor. Verteidige diese Krabbelmine! Ich verteidige sie! Wow. Alle weg! So, und dann können wir es hier gleich nochmal machen, da stehen nämlich schon wieder so viele. ...32 K.O.s. Dann, und Feuer! Die Bedingungen für eine Niederlage haben sich geändert, Das ist schlecht. Verhindere, dass Link flieht oder die Krabbelmine zerstört wird. Ja, bin dabei, ich muss aber erstmal hier... Ordnung schaffen. Ich brauche hier Ordnung. Ah,
Impa hat 1500 Feinde besiegt. Mit dir werden wir siegen. Auf jeden Fall ist da drüben Pyroma, den müssen wir auch noch erledigen. Aber erstmal müssen die ganzen Gegner hier weg. Krabbelmine bewegt sich wieder. So. Die müsste da jetzt ja eigentlich ohne Probleme hingehen. Dann kümmern wir uns nämlich gleich um Pyroma. Gut. Eine der beiden Felssäulen wurde zerstört. So, das war der erste Streich. Und jetzt auf zu Link. Der Weg sollte bald frei sein. Wir müssen uns aber auf jeden Fall erstmal um Pyroma kümmern hier. Unterstütze den Vormarsch. Ja, bin schon dabei. So. Zerstören wir mal den Felsen. Und Feuer! Wo ist Pyroma? Da hinten. Da hinten fällt er. So, stirb! Und tschüss. Oh, lebt noch. Ich muss mich erstmal um den hier kümmern. Hupsa. Das war die falsche Richtung. So. Uah. Was ist das denn? Uah. Ich klatsch dich, bis du umfällst. So, wir können mal... Na komm. Jetzt mal heilen. Aua, ich komme da nicht weg. Ich komme da nicht weg. Oh. Ah, die Zeit ist ein bisschen zu kurz, in der man das benutzen kann. Ah, stirb jetzt. Und jetzt aber. Immer noch nicht. Du Mist. Jetzt aber. Krabbelmine bewegt sich wieder und Pyroma ist besiegt. So, fall jetzt. Mach jetzt. Platz jetzt, ich will deine Energie haben. Nicht Energie, ich meine. Dein Material. So, zurück zur Krabbelmine. Da liegt noch ein bisschen was. Das sammeln wir auch noch schnell ein. Wow, so viel Material wie in dieser... Schlacht haben wir noch nicht gekriegt. Aua. Du willst mehr Schaden zufügen? Glaubst aber auch nur du. Und fahr zur Hölle. Fahr zur Hölle. Wirklich. Link hat den Höhlenausgang erreicht. So, wir müssen nur noch zum Ausgang. Gut, dann sammeln wir das jetzt noch ein. Machen wir das ja auch noch? Lager, okay, ja. Probieren wir es mal. Sonst wäre das ja, glaube ich, nicht da. Muss ja dann irgendwas geben, wenn man es hier macht. Ah, knapp 2000 Feinde erledigt. So, langsam aber sicher geht die Anzeige doch gegen Null.
kommen. Also nicht mehr viele, bis der Kommandant kommt. Sollte sich nur noch um Sekunden handeln. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ach, sag ich doch. Ich klatsch dich, bis du umwälzt. Die Lage gehört mir. Hat nichts mehr gebracht. Okay, schade. Gut, es hätte uns wahrscheinlich nur noch ein bisschen Unterstützungsfeuer gebracht, aber mehr nicht. Dann gehen wir zum Ausgang. So, du hast es durch die Höhlen von Eldin geschafft. Der Weg ist frei zum Wald von Firone und zu dieser jungen Frau, von der wir gehört haben. Jo, dann laufen wir. Hoffen wir, dass es Prinzessin Zelda ist. Also wer noch kein Zelda, Legend of Zelda gespielt hat, der weiß es nicht, aber ich weiß es und ich sage einfach mal nichts. Na gut, aber dadurch, dass ich es jetzt eigentlich gesagt habe, habe ich es eigentlich schon verraten, ne? Blöd. Scheiße. So war das nicht geplant. Schlacht gewonnen, 4000. Kampfdauer 32 Minuten, besiegt 1831 Feinde und wir kommen auf insgesamt 21.000 Rubine. Waffe erhalten, Feuerstab, ein Zauberstab, der Kontrolle über Feuer verleiht. Sein Schaden verteilt sich über ein größeres Gebiet, was ihn ideal für den Einsatz gegen mehrere Gegner macht. Link kann also den Feuerstab benutzen. Sie kann ein Langschwert benutzen. Dann haben wir noch ein Drachenbein bekommen. Und einen blauen Ring. Silber, Pyromas Robe. 5 Nachtschwärmerketten. 4 Exalfos-Schuppen. Und 30 Monsterzähne. Ab sofort kannst du auch als Sheik spielen. Waffe erhalten, Lyra der Göttin. Diese Lyra spielt magische Melodien. Über die Kombo-Angriffe verleihst du ihr ein Element. Mit dem starken Angriffer entfesselst du diese Elemente und verursachst verschiedene Feinde. Irgendwie war das, was ich gerade erzählt habe, Blödsinn. Irgendwas habe ich falsch gelesen. Du kannst nun das Angriffsrepertoire von Link erhöhen. Schmiede dazu die Angriffsmedaille Kokiri Schwert 1. Okay, machen wir mal. Medaillenschmiede, Angriffsmedaille Kokiri Schwert 1, Holzschwert 1. Machen wir doch mal. Erschaffen Kokiri Schwert 1. Normaler Angriff Y, 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 Kombo-Angriff Y, X, Y, Y, X, Y, Y, X. Ah, okay. Das bedeutet, wenn wir einmal Y, X machen, macht er was bestimmt. Also, wir haben eigentlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Angriffe. Inklusive starken Angriff sind es dann 11 momentan. Okay, ja, probieren wir es doch dann einfach mal. Es erinnert mich gerade ein bisschen so an Mortal Kombat. Und dann machen wir das auch noch. Kombo-Angriff mit Zauberstab. So. Y, X, 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 X. Da fehlt uns noch Sachen. So, Verteidigungsmedaillen. Was haben wir denn noch? Achso, reduziert Schaden in Schlachten, für die Feuer empfohlen wird. Das möchte ich eigentlich haben. Aber da fehlt uns was. Hilfsmedaillen. Nee. Okay. Gut, ich behalte mal einfach das ganze Geld und schau mal, was jetzt dann auf uns zukommt. Jeder kann die Skulltula kriegen. Wir haben sie leider nicht gekriegt in der Folge, wollte ich gerade sagen. Ja, doch, passt ja in der Folge, was ich gesagt habe. Gut, wir gehen in den Wald von Firone mit Link. Einhänder und Zauberstab. Einhänder oder Zauberstab? Komm, wir nehmen mal den Zauberstab. Nämlich den Feuerstab. Feuerstab als Zauberstab und Zauberstab als Feuerstab.
Und dann klatschen wir doch die Gegner mal ein bisschen mit Feuer weg. Link and his allies were saved from the dangers of the Elden Caves by a mysterious youth named Sheik. Joined by their new ally, Impa's troops exited the caves and emerged in Farron Woods. There, they found a hidden village overrun with monsters. While Link and Impa wanted to continue their search for Zelda, they could not ignore the plight of the villagers. Without hesitation, they sprang into battle. Genau, sie sprangen ins Battle. Und jetzt erstmal gucken, Status, was haben wir denn? Besiege Pyroma und Lana flieht oder der Dekobaum fällt. Boah. Ist aber blöd. Besiege Pyroma, also der ist schon wieder da. Ist die blöde Sau. Sag ich doch mal. Charakter passt ja, brauchen wir nicht. Schlachtfeld. Lianische Truppen. Wow. Doch so viele. Truppen des Bösen. Pyroma. Gibido, 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 Festungen. Degobaum. Südplatz. Westplatz. Südbaum. Südostbaum. Westbaum. Ostbaum. Nordplatz. Pyromas Festung. Schlacht beginnen. Lana. Wer ist denn Lana? Wird mir hier auch auf meinem Gamepad angezeigt. Das da ist Lana. Ist ganz süß. Du. Führst du diese Soldaten an? Ja. Du verwendest Magie. Wo hast du das gelernt? Ja, ich bin eine Zauberin. Ich gehöre demselben Clan an wie jene, die all diese Ungeheuer befehligt. Sia. Oder klar. Dann sag mir, was will diese Sia in Hyrule? Mal sehen. Helft uns. Dann verrate ich es euch. Angriff! Schlag diese hyljanischen Ratten in die Flucht. Was zur Hölle? Alter, was ist das denn für ein fettes Ding? Bomben-Upgrade. Alter, was schmeißt der für Bomben? Ich bereite eurem Jammern ein Ende. Hahaha. Wir haben jetzt schon 100 Leute gekillt. Ich schmeiß noch ein paar Bomben. So, Material eingesammelt. Die Kurandias, wenn wir sie nicht bezwingen, sind wir ihrem Gift ausgeliefert. Attacke. Ich komm da nicht rein. Feuer! Feuer! Lass doch jetzt mal mich da machen! Wenn ich mich recht erinnere, da war da ein Bogen am Südrand der Siedlung. Du solltest ihn holen. Oh, ein Bogen. Südrand des Siedlung. Finde den Bogen im Gebiet des Dorfes. Da lang. Gehen wir mal. So, dann holen wir uns erstmal diese Festung hier am Südplatz. Und Feuer! Jetzt ist wirklich Feuer. Stufe erhöht. Wir sind Stufe 5. Zack, 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 zack. Was ist denn das bitte für ein Feuerstab? Alter! Wie geil ist das denn? Ich mag den Stab jetzt schon. Hast du den Bogen noch nicht gefunden? Nein, habe ich nicht. Ich bin ja noch auf der Suche danach.
Er war im großen Baum im Südwesten der Siedlung. Wo ist der Kommandant? Da ist er. Ach, doch so weit zurück. Schreit er da Deo? Deo, er braucht ein Deo. Feuer ist das beste Deo. Ich habe auch Feuer als Deo. Da riecht man ganz gut. Riecht man voll angebraten. So, wir müssen in die Richtung. Ah, lass mich doch jetzt weg. Los, hol dir den Bogen, Link. Alter, wie soll ich da durchkommen? Doch, jetzt aber. Lauf, 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 lauf. Ja, wo denn? Ach da. Ja, wir haben endlich einen Bogen. Hm? Du hast den Bogen erhalten. Mit ihm kannst du auch weiter entfernte Gegner angreifen. Kleinere Gegner werden durchgeschlagen. Muss ich ja jetzt erst umwählen wahrscheinlich. Hm? Ja. So, die Giftpflanzen lassen sich mit dem Bogen bekämpfen. Besiege die Dekoranias. Das ging aber fix. So, da ist noch eine. Okay, die lassen nichts fallen. So, dann noch die da. Nein, 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 lasst mich weg. Ach, da ist sie ja schon. So, und jetzt noch die letzte. Lauf, Link! Lauf um dein Leben! Und Feuer! Hey, du sollst noch ein bisschen... Ups, falscher Knopf. Alle Dekoranias wurden besiegt. Mission erfolgreich. Damit sollte die Gefahr durch das Gift gebannt sein. Der Südbaum und der Westbaum sind offen. So, ich schnapp mir jetzt erstmal die da oben. Feuer! Feuer! Und sterbt! Macht! Wir machen den Weg frei! Feuer und Eisenbande. Der Westkontrollpunkt ist offen. Ich beschäftige dir unsere Feinde hier. Zieht euch zurück. So, ich hoffe einfach mal, dass die das da schaffen. Was bist du denn da? Ach, ein Gip, so ein Gipto. Ah. Sie verbarrikadieren sich. Dann umzingelt diesen Baum und vernichtet sie. Alter, wie soll ich das machen? Nee, nicht den. Nicht den. Alter, 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 Alter. Ah, ich komme hier nicht weg. Das reicht's. K.O.s. So, jetzt reicht's mir. Wir nehmen die Bomben und schmeißen die wieder. Lass doch jetzt endlich den blöden Zielwiss. Das Ziel. Ach, keine Ahnung, was ich gerade sagen will. Nicht den, ich brauche den anderen. Jetzt aber ist der schon mal weg. Jetzt fehlt nur noch der Festungskommandant. Okay, der ist auch weg. So, dann brauchen wir den nächsten Gipto. Der ist da oben. Oh,
Stirb, Gipto, stirb! Wo ist er denn hin? Da ist er. Zack, zack. Ah. So, ja, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Es sind schon wieder, ja, 25 Minuten rum. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir die letzten drei Gyptos erledigen. Ja, bis dahin und danke fürs Zusehen. Tschüss.